Also ich sage sehr beachtlich, denn mit gerade mal 16 Jahren begann schon die Gesangskarriere der jungen Duisburgerin. Welche neuen Aufgabe sie sich jetzt als nächstes stellt, darüber sprechen wir jetzt mit Marie Wegener. Herzlich willkommen, Marie. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ja. Ist mega cool hier. Sehr gut. Ja, wir haben gerade schon mal gesehen, wie es so ein bisschen hinter den Kulissen bei dir aussieht, wenn du einen Song aufnimmst. Man sieht auf jeden Fall, dass du ordentlich Spaß hast während deiner Arbeit, oder? Oh Mann, ja, das ist immer, also es ist so lustig. Ich finde, man sollte einfach entspannt in die Sache reingehen. Ja, ich bin immer total happy und gerade so, wenn es an Songs schreiben geht, ist es das geilste Gefühl für mich. Ja, jetzt ist es ja ungefähr ein Jahr her, dass du bei DSDS gewonnen hast, was ja ordentlich nochmal deine Gesangskarriere angekurbelt hat. Hast du dich schon daran gewöhnt oder ist es manchmal schon noch so, dass du morgens aufwachst und denkst so, ist das gerade wirklich so mein Leben? Ja, also ja, DSDS wird jetzt immer ein Teil von mir bleiben, ja, und der Gewinn war einfach eine Riesenchance für mich, ja, in dieses Musikbusiness einzutauchen. Und ich bin unfassbar dankbar an all die Leute, die für mich angerufen haben. Das waren ja wirklich sehr, sehr viele. An meine Familie, die hinter mir stand und steht. Und es ist einfach immer noch ein geiles Gefühl. Weißt du, du hast mit 16 DSDS gewonnen, durftest eine Platte veröffentlichen mit Dieter Bohlen und jetzt nochmal eine zweite. Das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Ich wollte gerade sagen, es ist vor kurzem auch noch dein zweites Album rausgekommen. Ja. Und jetzt eben noch die nächste Aufgabe. Du wirst demnächst die Hauptrolle, die schöne Belle in Die Schöne und das Biest spielen in dem Musical. Wie blickst du dieser neuen Herausforderung entgegen? Also ich bin sehr, sehr aufgeregt, weil es ist einfach ein komplett anderes Ding. Ich stehe sonst als Solokünstlerin Marie Wegener auf der Bühne, ja, und singe da meine Songs. Und dann auf einmal Schauspielern zu müssen, tanzen, singen, das alles gleichzeitig zu kombinieren, 2,5 Stunden auf der Bühne, jeden Tag, 32 Termine. Das wird sehr hart, glaube ich, aber ich glaube, das wird mich sehr prägen. Und Ich nehme diese Herausforderung sehr gerne an. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, eben die Rolle spielen zu dürfen? Ja, ist eine total lustige Geschichte. Also der Produzent dieses Musicals hat sich über mein Management bei mir gemeldet und fand mich vom Typ her so passend und meine Stimme auch wirklich gut, ja, sehr, sehr gut auch für die Rolle Bella. Und dann bin ich mal dahin geflogen und ich fand das irgendwie so, ja, ich finde das schon geil, so ein Musical zu spielen. Das dann ist auch doch die Rolle, ne? Ich meine, ja, wer möchte ja nicht die Schöne spielen, ja, die Schöne und das Biest. Ein Traum, oder? Ja. Ja, und dann bin ich dahin und es hat super gepasst. Ich habe da was vorgesungen, gespielt ein bisschen und ja, der war sehr angetan und so hatte ich die Rolle schnell in der Kiste. Das war super. Ja, ich meine, du musstest noch nicht mal zum Casting gehen. Du wurdest einfach so eingeladen, sag ich mal. Wie stolz ist man dann, als so junge Künstlerin schon so eine Rolle spielen zu dürfen? Das ist eine Riesenehre, bin ich ganz ehrlich. Weil natürlich ist es oft so, ich kenne es von DSDS, du musst zum Casting. Ja, und da sind tausende Mitbewerber. Oder bei DSDS waren es ja hunderttausende. Aber im Musical, das ist genauso eigentlich. Und dass ich da nicht zum Casting muss, ist natürlich schon eine Riesenehre. Und für mich als Künstlerin bedeutet das sehr, sehr viel, weil ich bleibe natürlich dann irgendwo auch in den Köpfen der Leute. Und das ist schön. Ja, ja. Du hast es eben schon gesagt, ansonsten spielst du nur, sage ich mal, auf der Bühne und singst. Jetzt kommt eben die schauspielerische Tätigkeit noch hinzu. Hast du schon so ein bisschen Erfahrung darin gesammelt oder ist es wirklich komplettes Neuland für dich? Du, da muss ich schon mal ganz ehrlich sein. Nee, habe ich noch nicht. Aber ich bekomme jetzt etwas Schauspielunterricht, um so die Basis zu decken. So diese Basis an schauspielerischen Kenntnissen sollte man schon haben, ne? Aber wie gesagt, ich bin ein super offener Typ und ich glaube, dass ich das irgendwie meistern werde, auch mit Alex DiCaprio an meiner Seite, der ein sehr, sehr, sehr erfahrener Musical-Darsteller ist. Ich glaube, der wird mir sehr viele Tipps geben können und ich glaube, mit Positivität kriegt man das hin. Ich wollte gerade fragen, ob du schon einen Teil des Ensembles kennengelernt hast oder immerhin genau denjenigen, der das Biest spielen wird, eben den Alexander DiCaprio. Wie wichtig ist es da, denke ich mal auch, dass man sich schon sympathisch findet, gerade wenn man ein Liebespaar auf der Bühne verkörpern muss? Oh, das ist unglaublich wichtig, glaube ich. Also ich habe damit jetzt noch nicht so viel Erfahrung, ja? Aber du musst dich einfach richtig gut mit ihm verstehen. Das muss einfach, man muss auf einer Ebene sein, charakterlich muss es passen. Ich habe am Anfang, ich bin ganz ehrlich, habe ich ein bisschen Sorge gehabt, so, der Altersunterschied ist schon extrem da. Ja, ja, aber und dann so noch so eine Liebesrolle zu spielen, schwierig. Aber je mehr ich ihn jetzt kennenlerne, merke ich, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich verstehe mich gut mit ihm und das ist das A und O. Ja. Könntest du dir dann auch vorstellen, komplett in diese Musical-Richtung zu wechseln? Ist natürlich jetzt schwer vorstellbar, weil du hast es noch nicht gemacht. Oder glaubst du, dass immer diese Schlager-Pop-Künstlerin ein Teil von dir bleiben wird? Ich glaube nicht, dass ich langfristig im Musical bleiben möchte. Es ist eine tolle Erfahrung, die ich sammeln werde. Und ich glaube, das wird mir auch sehr, sehr viel Spaß machen, aber es ist auch ein sehr, sehr hartes Genre und ich bin ganz ehrlich, ich bin
mein Herz schlägt einfach zu 100% als Solokünstlerin Marie. Und ich glaube, ich möchte irgendwann mal alleine Shows spielen auf der Bühne. Das ist, glaube ich, das, was mich noch mehr berührt. Ja. Worauf freust du dich denn jetzt am meisten, wenn jetzt die Proben auf dich zukommen? Eher auf das Singen, mal diese Herausforderung zu haben, zu Schauspielern? Oder auf das wunderschöne Kleid, was jeder kennt aus den Disney-Filmen? Du, ich durfte schon für Pressetermine mal die Kleider anprobieren. Die sind wunderschön. Aber sau schwer. Also wirklich, du mein lieber Mensch, da packst du echt was mit dir rum, ja. Aber ich freue mich einfach auf, mal in so eine Rolle zu schlüpfen, ja. Auch zu Schauspielern, singen sowieso, ja. Das ist sowieso auch, ich liebe es, klar, aber mal wirklich zu Schauspielern in eine Rolle zu schlüpfen. Ich glaube, das wird mal was ganz Neues, was echt Spaß machen wird. Zum Schluss möchte ich noch gerne fragen, natürlich, weil wir eben das Stadtfernsehen in Duisburg sind. Du wirst ja ab Dezember viel unterwegs sein. In 32 Städten in Deutschland seid ihr auf Tour. Welche oder was für eine Rolle spielt besonders in dieser Zeit Heimat, also Duisburg, für dich? Klar, wir werden sehr, sehr viel in unterschiedlichen Städten unterwegs sein und gerade auch sehr, sehr weit weg von Duisburg. Ich bin, glaube ich, sogar auch in Wien und in der Schweiz. Ich glaube, ich werde die Heimat in der Zeit extrem vermissen. So, man ist ja aufgewachsen in Duisburg und vor allem auch meine Familie hier, das ist ganz klar. Ich liebe meine Familie über alles und meine Tiere, oh mein Gott, mein Hund und meine Vögel. Das werde ich einfach vermissen. Ich glaube, wenn ich wiederkomme, dann bin ich richtig stolz, wieder im Ruhrpott zu sein. Ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg als Belle in Die Schöne und das Biest und generell als Künstlerin und bedanke mich, dass du heute bei uns warst, Marie. Sehr, sehr gerne. Danke auch.